Hi Freunde und willkommen zu einem weiteren Red Dead Online Video. Und in diesem Video geht es natürlich um den Patch 1.19 und dass er zumindest bei mir weitere Bugs mitgebracht hat. Wie ihr gerade im Hintergrund seht, habe ich eine Schnellreise zu meinem Lager gemacht und mein Lager ist irgendwie nicht da. Crips steht da hinten im Gebüsch drin. Ich will gar nicht wissen, was da hinten drin macht. Kopfkino aus, okay. Mein Hund stand hier auch irgendwo kurz nochmal rum. Das ist Patch 1.19, der eigentlich viele Fehler oder einige Fehler beheben sollte, aber irgendwie gefühlt nichts gemacht hat, außer neue Probleme ins Spiel zu bringen. So, jetzt probiere ich hier mal, und zwar in eine neue Lobby zu kommen, indem ich hier auf den Online-Modus gehe, dann auf den Free Roam. Und lade jetzt eine neue Lobby, um zu probieren, ob mein Lager dann wieder da ist. So, da sind wir auf dem Server, also auf der neuen Lobby. Und dann pfeife ich gleich mal nach meinem Pferd und dann schauen wir mal schnell zum Schnellreisepunkt. So, da sind wir schnell zum Schnellreisepunkt geritten und ich hüpfe jetzt gleich von hier aus ins Lager, in der Hoffnung, dass mein Lager jetzt komplett da ist. Also ich muss im Vorfeld dazu sagen, ich habe nie einen Lagerbug gehabt. So, also jetzt hat es wie gesagt funktioniert, indem ich ganz einfach die Lobby gewechselt habe. Ja, aber vorher hatte ich diese Probleme nie, dass mein Lager irgendwie nicht da ist. Aber es geht ja noch weiter. Jetzt gehe ich in die Einstellungen, dann in meine Grafikeinstellungen und ändere dort von DirectX 12 auf den Vulkan. Genau. So, dann mache ich jetzt einen Neustart. Und sobald ich das Spiel neu gestartet habe, bekomme ich diesen Fehler. So, Achtung, das Spiel startet jetzt gleich. Moment. Und zwar jetzt. Und wie ihr seht, sehen wir nichts. Jetzt kommt noch der Hintergrundsound, wie die Waffe geladen und geschossen wird. Der Mauszeiger, den kann ich bewegen, wie ihr seht. Ja, also das Spiel startet ganz normal, aber ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich kann nichts sehen. So, und wie ihr jetzt noch im Hintergrund hört, ist ganz normal die Musik da, ohne Probleme, wie gesagt. Ich weiß nicht, was Rockstar da schon wieder gemacht hat. Keine Ahnung. Ich traue mich auch gar nicht, den Support anzuschreiben. Denn, der wird sowieso wieder sagen, ja, das liegt wieder bei mir, das Problem. Und ich habe da wahrscheinlich wieder irgendwelchen Mist gebaut und ich muss irgendwas einstellen und keine Ahnung, irgendwas. So, wie ihr jetzt seht, öffne ich jetzt hier Experience. Stell dann in Experience. Kleinen Moment, ich scroll jetzt gerade hier runter. Genau, gehe auf Details. Und stell dann mein Spiel auf optimal, also gehe auf Optimieren. Da wird natürlich die ganze Grafik alles runtergeregelt. Ich habe die natürlich relativ hochgestellt. Vor allen Dingen habe ich auch den Vulkan genommen, weil ich gelesen habe, dass der Vulkan eigentlich der bessere sein soll für Red Dead. Aber irgendwas, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem neuen Grafiktreiber gelegen hat, der von Nvidia gekommen ist am 10.3. oder ob Rockstar hier wieder was verfuscht hat mit ihrem Patch 1.19. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Jedenfalls muss ich jetzt insgesamt das Spiel zweimal neu starten und dann kann ich wieder ganz normal drauf zugreifen, um das Spiel wieder auf DirectX 12 umzustellen. Mit dem DirectX 12 habe ich natürlich gar keine Probleme. Da kann ich das Spiel ohne Probleme starten und ohne Probleme spielen. Also ohne, dass ich da jetzt einen schwarzen Bildschirm bekomme. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da Rockstar schon wieder gemacht hat. Ich finde es nur unterirdisch, was da schon wieder los ist. Ja, bis zum 12.3. waren auch keine Patchnotes verfügbar. Jetzt sollen wohl schon Patchnotes da sein. Ich habe jetzt auch was Ähnliches gefunden. Und was mir da natürlich gleich ins Auge sticht, ist, es steht drinne, und zwar Probleme, dass ein aufgebaute Zelte, dass aufgebaute Zelte nicht an der richtigen Stelle erschienen, sollen gelöst worden sein. Gut,
dann verweise ich euch auf den Anfang vom Video. Ja, ich habe die Markierung auf der Map. Es ist kein Zelt, es ist nichts da, außer Crips und der Hund ist irgendwo da rumgewurschtelt. Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was Rockstar überhaupt noch macht. Aber ich habe mich persönlich dazu entschlossen, weil ich ja nun, ich glaube jetzt die Tage irgendwann gelesen zu haben, dass bald die Vorstellung von GTA 6 kommen soll, habe ich mich definitiv dazu entschlossen, GTA 6 nicht zu kaufen. Das ist meine feste Überzeugung, da werde ich auch dran festhalten. Ich werde Rockstar bei sowas nicht mehr unterstützen. Ich habe echt langsam die Schnauze voll. Red Dead ist so ein geiles Spiel. Das hat mir am Anfang so richtig geil Spaß gemacht. Ich habe über Weihnachten sogar richtig geil den Showdown gezockt. Da war es noch nicht ganz so schlimm mit den Cheatern, zumindest, oder es kam mir nicht so vor, ich weiß es nicht. Jedenfalls war das so ein so eine richtig geile Zeit war das eben. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich konnte mich da drinnen richtig ausleben, konnte richtig rumballern und alles. Konnte dann wieder rausgehen, konnte wieder meine Missionen machen, konnte meine Dailies machen und alles. Ja, und dann vor 2 oder 3 Wochen habe ich absolut keinen Bock mehr gehabt. Ich habe sogar meine ganzen Dailies pfeifen lassen. Ja, ich habe echt, keine Ahnung. Schreibt mir mal, wie ihr die ganze Sache seht und wie euch das betrifft oder nicht betrifft, würde mich brennend interessieren. So, kommen wir mal zu einem anderen spannenden Thema und zwar, erster Red Dead Online-Spieler will Level 1000 erreicht haben. Und das Ganze ohne zu cheaten. Ich weiß es nicht. Also ich selber bin jetzt, glaube ich, Level 231 zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme. Na gut, ich muss aber dazu sagen, ich habe auch mehrere Wochen mein Spiel pausiert und sowas. Und vor allen Dingen jetzt in der Vergangenheit durch die ganzen Fehler habe ich sogar meine Dailies sausen lassen und habe gesagt, nee, ihr könnt mich mal. Das war mir dann doch zu extrem. Also ich hatte dann irgendwo keine richtige Lust mehr. Vor allen Dingen auch die ganzen Cheater in den Showdowns und sowas. Weil ich liebe es, die Showdowns zu spielen. Die machen mir einfach Spaß. Aber wenn man dann auf jemanden drauf rumhämmert und der stirbt einfach nicht und du wirst instant mit einem Schuss immer abgeballert hier, das ist schon nervig. Aber kommen wir zurück zum Thema. Dieser Spieler hat, wie ich euch jetzt hier mal einblende, auf Twitter gepostet und zwar einen Screenshot von seinem Account und er hat dafür über 27 Millionen Erfahrungspunkte angehäuft. Also 27 Millionen Erfahrungspunkte anzuhäufen, das ist schon eine ganze Ecke. Vor allen Dingen auch so viel Zeit in das Spiel zu investieren. Wobei ich sagen muss, ja, doch die ganzen Fehler und alles, weiß ich halt nicht. Aber die 27 Millionen Erfahrungspunkte können vermutlich auch durch relativ viel PvP-Spielen geschafft worden sein. Oder auch durch diese interaktive Online-Map für den Sammler. Ich meine, da macht man ja auch, weiß ich nicht, tonnenweise an XPs, wenn man das Zeug verkauft, gell? Aber die Zeit dazu zu finden, ich weiß es nicht. Also ich habe die Map ja nicht wirklich benutzt, also nur ab und zu mal, wenn ich wirklich ein Item nicht gefunden habe. Aber ansonsten hatte ich versucht, immer das alles selber zu machen, denn die Erfahrungen zeigen ja, dass in GTA auch einiges richtig teuer geworden ist, durch das ganze Geld gegrindet. Und ich habe die Befürchtung, dass das hier in Red Dead auch passiert. Ich meine, die ersten Zeichen dafür sind ja schon da, dass sie den Sammler nerven werden. Und ich gehe mal davon aus, das hat damit hundertprozentig was zu tun. Aber jedenfalls, also der Dude hat auf alle Fälle meinen vollsten Respekt verdient, weil er wirklich das ohne Cheaten und ohne irgendwas die 1000 erreicht hat. Also da muss wirklich viel, viel Zeit drin stecken. Aber also ich weiß nicht, ob ich jemals das schaffen werde, hier Level 1000 zu bekommen. Ich habe ja nicht mal wirklich Interesse jetzt an dem Spiel, das weiterzumachen durch die ganzen Fehler und alles. Also hier nochmal ein Aufruf an Rockstar. Ich weiß zwar, ihr werdet das nicht sehen oder ihr werdet das auch ignorieren. Ich habe nämlich aus Quellen schon gehört, wo gesagt wird, naja, YouTube Deutschland
ist für Rockstar eh nicht relevant, weil die Amerikaner da drüben sagen, ja, uns interessiert das sowieso nicht, was ihr da drüben macht, ihr YouTube Deutschland, das ist sowieso nur so ein Ableger und das interessiert uns nicht und wir sind hier und wir machen, was wir wollen. Was da jetzt hundertprozentig dran ist oder nicht, ich kann es leider nicht bestätigen. Rockstar wird sich natürlich da auch nicht in die Karten gucken lassen, ganz normal. Ja, ich meine, wenn da aber wirklich was dran ist, also dann würde ich mir wahrscheinlich nie wieder ein Spiel von Rockstar kaufen. Aber trotzdem nochmal ein Appell an euch, geht endlich mal auf die Leute drauf ein. Macht endlich mal hier ein Spiel, wofür wir bezahlt haben. Ich meine, ich habe für diese Vorbesteller-Edition immerhin 75 Euro ausgegeben. Für euch ist das vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Für mich ist das eine ganze Ecke Geld, wofür ich einige Stunden arbeiten muss, um das Geld überhaupt erstmal drinnen zu haben. Gell? Und also da muss ich schon mehr als einen Tag arbeiten. Deswegen versucht doch wenigstens mal auf die Leute einzugehen. Versucht endlich mal die Fehler in den Griff zu kriegen. Ich meine, bei Money-Glitches und Gold-Glitches kriegt ihr das doch innerhalb von ein, zwei Tagen auf die Reihe, das rauszupatchen, dass die Leute das nicht glitchen können und alles. Aber hier solche Fehler, allein wie mit dem Lagerbug und dass hier mal wieder irgendwas mit dem Rendererprogramm nicht stimmt, mit dem Vulkan. Ich meine, das muss doch auch zu lösen sein. Und das nicht nur innerhalb von Wochen und Monaten. Genauso wie mit den Tieren und alles. Ich meine, ich habe jetzt mal durchgeguckt, also ein paar Tiere mehr sind schon da, aber auch nicht alle. Also da läuft auch noch was nicht so richtig. Tut doch endlich mal was. Kümmert euch doch mal. Kommt doch mal eurer Verantwortung nahe, dass wir uns als Kunde fühlen können, nicht nur als geschrüpfte Kuh. Also beim besten Willen, ich komme mir ehrlich vor wie eine gemolkene Kuh. Ja, ihr habt mein Geld, ne? Was willst du noch von uns so in der Art? Weiß ich nicht, so komme ich mir vor. Also tut endlich mal was. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Sache so seht. Würde mich mal brennend interessieren. Lasst uns darüber mal diskutieren, ob ihr die Sache genauso seht wie ich. Ob ihr vielleicht die Sache anders seht wie ich. Und wie wir Rockstar da irgendwo mal erreichen können, dass die doch mal auf uns eingehen. Klar, ist vielleicht die Community in Deutschland etwas kleiner, aber trotzdem sind wir doch immer noch zahlende Kunden. Und durch uns haben die mit Sicherheit auch einige Millionen gemacht. Ich glaube nicht, dass hier nur 5 Spiele im Doppelpack verkauft worden sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, das werden schon einige sein. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ringehauen.